Kapitalertragssteuer, progressive Einkommensteuertarif, Spekulationsfrist. Um diese Themen geht es heute, wenn ich eben investiere, ob das jetzt Kryptowährungen sind, Aktien oder eben vielleicht irgendwelche Futures. Wann kommt was zu tragen? Hier ein kleiner Überblick in diesem kurzen Video. Hallo Leute, heute geht es um das Thema Steuern. Wann kommt 25%, 27,5% CAST zu tragen? Wann kommt eben der progressive Einkommensteuertarif zu tragen? Und gibt es eine Spekulationsfrist in Österreich noch? Genau das möchte ich heute mit euch durchkauen. Gleich vorweg, hier ein Tortendiagramm mit vier Quadranten. Und zwar auf diesen vier Quadranten seht ihr eben die Einteilung in 25% CAST, 27,5% CAST, progressiver Einkommensteuertarif und progressiver Einkommensteuertarif plus ein Jahr Spekulationsfrist. Nun ja, fangen wir gleich zu Beginn an bei der 25% CAST. Die CAST war früher, die meisten kennen sie noch so, 25%. Und zwar ist das eben abgeändert worden. Jetzt gilt 25% CAST nur noch für Sparbücher von der alten Oma und natürlich auch von unserem Sparbücherl und natürlich Sparkonto, Bausparen oder auch vom Girokonto, wenn ihr dann noch einen Zinsen bekommt, dort gelten 25%. 27,5% hingegen zählen zum Beispiel bei Kursgewinnen, also Kursgewinne von Wertpapieren wie eben von Aktien, von Anleihen, von Fonds, ETFs und so weiter. 27,5% gibt es auch bei Fondsausschüttungen zu bezahlen oder bei Dividenden oder bei Zinszahlungen von Anleihen. Da überall kommen dann 27,5% zu tragen oder bei verbrieften Optionsscheinen. Verbriefte Optionsscheine sind eben Optionsscheine mit einer ISIN. Nicht zu verwechseln Optionsscheine mit Optionen. Es gibt einen Unterschied zwischen Optionen und Optionsscheinen. Optionen ist ein bisschen komplexer, das sind eben so die Feinheiten, die behandle ich aber darin nicht. Da gibt es Fachmänner und Fachfrauen, die nennen sich Steuerberaterinnen, Steuerberater, die helfen euch bei all diesen Themen dezidiert weiter oder meldet euch beim Finanzamt, die können euch ebenfalls weiterhelfen. Ich versuche nur einen generellen Überblick zu bieten, so viel zwischendurch. Ja, progressive Einkommensteuertarif, da geht er bis Grenzsteuersatz sogar 55% drauf. Wenn ihr 55% Einkommensteuer bezahlt, dann gratuliere ich euch sehr herzlich zu diesem Kunststück. Ich würde euch gerne kennenlernen, ihr seid einer der wenigen. Progressive Einkommensteuertarif kommt zum Beispiel zu tragen bei CFDs, Futures, Optionen, Forwards, Swaps, Forex-Kredite oder aber auch bei P2P-Kredite oder Nachrangdarlehen. Nachrangdarlehen sind die typischen Crowdinvesting-Geschichten. Da gibt es natürlich auch einen gewissen Freibetrag, wenn ihr nur unselbstständig tätig seid. Aber bedenkt eben, bei all diesen Dingen gibt es eben den progressiven Einkommensteuertarif, keine Wertpapier-CAST in Höhe 27,5%, sondern das, was ihr verdient, da kommt ihr eben dann mit dem Einkommensteuergesetz bzw. mit den Einkommensteuertarifstufen eben in Konflikt, beziehungsweise kommt es eben dann zu tragen und da kommt es eben darauf an, wie hoch ist denn euer Gesamteinkommen und dann wird es eben dementsprechend besteuert. Den progressiven Einkommensteuertarif mit einer Spekulationsfrist gibt es ebenfalls und zwar, wenn ihr physische Edelmetalle habt, wie zum Beispiel eine Goldmünze oder ein Goldbahn oder Silberbahn und was auch immer, oder Kryptowährungen oder Valuten, also Fremdwährungen zum Angreifen. Dort zählt eben dann auch eine Spekulationsfrist von einem Jahr. Wenn ihr sie innerhalb dieses Jahres verkauft und habt dann einen Gewinn, dann müsst ihr Einkommensteuer bezahlen. Wenn ihr sie aber nach einem Jahr verkauft und ihr habt einen Gewinn, dann bezahlt ihr nichts. Das heißt, das ist dann steuerfrei. Aber wie gesagt, das ist nur bei Kryptowährungen, physischen Edelmetallen und Valutentausch. Sie wollten das einmal ändern in Österreich, speziell mit den Kryptowährungen. Kryptowährungen sind aber dann ordentlich nach unten abgerauscht und dann war das mit dem Ändern von den Besteuern gar nicht mehr so wichtig mit der Spekulationsfrist. Also
Wie gesagt, das war jetzt so ein grober Überblick. Es gibt vier Quadranten, 25%, 27,5%, progressive Einkommensteuertarif und progressive Einkommensteuertarif mit einer Spekulationsfrist von einem Jahr. Generell würde ich eben, wenn ihr spezifische Fragen habt, unbedingt ans Finanzamt wenden bzw. eine Steuerberaterin, Steuerberater. Es gibt so viele Feinheiten, die es hier noch zu beachten gibt, die eben hier gar nicht reinkommen können, weil es einfach so spezifisch und speziell sind. Aber bedenkt eben 25% Käst Sparkonto, Sparbuch, 27,5% Käst auf Aktien, Fonds, ETFs, Anleihen, ganz wurscht, ob Ausschüttungen in Form von Dividenden oder Fondsausschüttungen oder eben Kursgewinne, immer 27,5%. Wenn es dann eben Richtung Derivate geht, Futures, Swaps, CFDs und so weiter, oder auch P2P-Zinsen oder Nachrangdarlehen, dann eben der progressive Einkommensteuertarif. Und es gibt bei bestimmten Dingen, wie zum Beispiel Valuten, physische Edelmetalle oder eben auch Kryptowährungen, gibt es eben eine Spekulationsfrist von einem Jahr. Wenn ihr sie danach verkauft, dann ist es frei von jeder Steuer. Wenn ihr sie innerhalb eines Jahres verkauft, dann müsst ihr Spekulationssteuer in Form eben eures persönlichen Einkommensteuertarifs bezahlen über die Steuer. Das war eben eine kurze Übersicht über dieses Steuerthema. Ich hoffe, ich habe euch da ein wenig helfen können, einen groben Überblick zu bekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis bald und auf Wiedersehen auf brokerminustest.de. Euer Andreas.